Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Togo Gebrauchtwagen-Quartett. Quasi ja eins der meistverkauften Fahrzeuge oder wahrscheinlich der meistverkaufte Kastenwagen überhaupt. Die Blumenerde. Ganz wichtig, in jedem Wohnmobil eine Kokohum-Blumenerde. Bearlock eingebaut, ein Ladebooster und ein GPS-Tracker ist hier irgendwo auch noch versteckt. Ihr könnt den Feststoff ordentlich verquirlen, so Kopfkino einmal bitte an. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Togo Gebrauchtwagenquartett. Heute schauen wir uns einen gebrauchten Globe Car Globe Scout Plus aus dem Modelljahr 2018 an. Dieses wunderschöne Kfz hier neben mir, der ist ja noch gar nicht so alt und die meisten von euch werden wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, was ein Globe Scout Plus letztendlich ist. Klar gesprochen, in unserem Kosmos, hier in dem Pössl-Kosmos, ist der Globe Scout Plus im Prinzip das Schwestermodell zu dem Tuwin Plus. Was ist der Tuwin Plus? Wahrscheinlich der meistverkaufte Kastenwagen der letzten 10 Jahre. Wer mehr weiß, soll mich gerne darüber korrigieren. Auf jeden Fall ist der Tuwin Plus ein ganz klassisches 6-Meter-Auto. Das heißt Heckbett quer, Nasszelle in der Mitte und noch ein paar andere schöne Dinge mit dabei. Zusätzlich haben die vorherigen Besitzer dieses Wagens ganz viele kleine Individualisierungen mit eingebaut. Und da müsst ihr einfach mal schauen, was das ist. Aber das gehen wir jetzt Stück für Stück in diesem Video durch. Um euch jetzt mal abzuholen. Unsere Gebrauchtwagen-Quartettkarte von dem Globe Scout Plus hier sieht folgendermaßen aus. Wir haben ein Fahrzeug, der ist im November 2018 erst zugelassen. So wie er da steht, hat er knapp unter 56.000 Kilometer. Er ist ein klassischer 6-Meter-Wagen, das heißt 5,99 Meter lang. Der Neupreis mit, ich denke, relativ vielen Modifikationen, so wie der Wagen dort steht, müsste grob gerechnet bei 55.000 Euro vielleicht einen kleinen Tick drüber gelegen haben. Der Wagen ist ca. 2,65 Meter hoch, ist erste Hand. Und was interessiert uns noch so bei Gebrauchtwagen? Ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen, die da sind. Vieles ergibt sich ja heute auch in dem Video. Eisengrau, Metallic, also sowas, das schauen wir uns jetzt im Wagen an. Ja, lasst uns einfach mal einen Blick auf den Wagen werfen. Hier aus der Ferne kann man das schon mal sehen. Die Plus-Modelle, die Pössl im Programm hat, sind immer so gewesen, dass sie serienmäßig schon ganz viel drin hatten. Ihr habt die 16 Zoll Alufelgen. Ihr habt damals noch die Metallic-Lackierung serienmäßig gehabt, die ist inzwischen leider nicht mehr Serie. Und Plus bedeutete schon immer, alles, was man grundsätzlich braucht, ist mit dabei. Hier haben wir als Basisfahrzeug einen Citroën Jumper. Das fehlte auf der Karte eben noch. Basisfahrzeug Citroën Jumper, aber das habt ihr ja eingeblendet eben gesehen. Citroën Jumper, der hat 120 kW, also 163 PS und ist, weil er von 2018 kommt, eben auch ein relativ modernes Fahrzeug. Ich würde sagen, wir gehen mal einmal eine Runde um das Fahrzeug rum, schauen uns an, was für Kampfspuren er schon bekommen hat, was die Kunden für sich als Modifikation vorgenommen haben. Dann könnt ihr nämlich für euch bei euren Autos auch entscheiden, ach guck mal, das hat jemand gemacht, der schon richtig Erfahrung mit so einem Fahrzeug hat. Mal gucken, finde ich das gut für mich selber oder ist das eher nichts für mein Fahrzeug. Also, lasst uns mal starten. Wir schauen uns mal den Globe Scout Plus ganz gemeinsam an. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt den Wagen mal ganz genau an. Wir haben den Wagen ganz bewusst so genommen, wie er steht, haben noch nichts aufbereitet, haben noch nicht geputzt, weil ich immer ein Fan davon bin, ein ehrliches Feedback zu geben, wie der Wagen so ist. Einerseits lässt dieses Fahrzeug es zu, weil es auch wirklich gut gepflegt ist. Und andererseits muss natürlich auch derjenige, der es hinterher bekommt, wissen, wie es benutzt wurde, wie es ausgesehen hat. Und deswegen haben wir jetzt ganz bewusst den Wagen noch an einigen, also noch nicht von außen und von innen gereinigt, sondern so, wie er kommt, ist er bei uns abgegeben worden, damit wir ihn verkaufen. Wir drehen einmal eine Runde rum, schauen in die einzelnen Dinge rein. Da sind 2, 3 Sachen, die eine gute Überraschung mit dabei sind. Wir haben sowas Spannendes wie einen Gastank, der von Kollegen eingebaut wurde. Wir haben eine Trenntoilette drin, da sind so ein paar Sachen mit dabei, die, glaube ich, ganz interessant sind. Das, was ich eben schon gesagt habe, wir haben als Außenfarbe Eisengrau Metallic, was damals nicht serienmäßig gewesen ist.
ist, dass die Plus-Modelle schon das Maxi-Chassis hatten. Das heißt, serienmäßig waren die Fahrzeuge Light-Chassis, auch mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Aber hier haben wir das Maxi-Chassis. Das heißt, wenn ihr eine Anhängerkupplung montiert, habt ihr eine hohe Anhängelast mit 3 Tonnen. Der normale Leitwagen hat ja nur 2,5 Tonnen. Diese Räder sind von Haus aus 16 Zoll, die waren in der Serienvariante 15 Zoll. Und ich glaube, insgesamt steht das dem Wagen relativ gut, gerade weil das Eisengrau, das sieht man ja an dem heutigen so leicht sonnigen Tag, das ist einfach eine schöne Farbe. Im Dunkeln kaum auffällig und umso mehr die Sonne drauf knallt, umso besonderer wird die Farbe letztendlich. All solche Dinge wie Trittstufe, wie Zuziehhilfe war serienmäßig. Was der Wagen zusätzlich bekommen hat, das kann man hier hinten ganz gut sehen. Wir haben sowohl in den Fahrerhaustüren Sicherheitsschlösser. Wenn ihr die Tür zumacht, rastet der hier dahinter, dass wenn man die Tür aufbrechen würde, man sie trotzdem über den Griff nicht aufmachen kann. Wer ein bisschen mehr über Absicherung vom Fiat Ducato wissen will, dem verlinken wir jetzt hier oben in der Ecke das Video zur Absicherung, was man rundherum machen kann. Da stellen wir auch dieses Schlössersystem ein bisschen genauer vor. Und dann geht man durch die Schiebetür raus und kommt hier durch die schließt die Tür zusätzlich auch noch mal mit ab. Und dadurch ist im Prinzip das Rein- und Rauskommen ins Auto schon deutlich erschwert. Wo wir hier stehen, wie gesagt, wir spielen mit ganz offenen Karten. Hier ist eine kleine Stelle, das ist ein Lackkratzer, das ist auch, wenn man so ein bisschen gegens Licht guckt, eine kleine Delle. Da werden wir einfach mit dem zukünftigen Besitzer uns abstimmen, ob man sagt, das mache ich lieber selber. Das ist ein Schaden, der sonst auch noch von uns in Ordnung gebracht wird. Eigentlich, soweit ich das bisher gesehen habe, haben wir gar nicht so viel, was gemacht werden muss. Wir haben hier den kleinen Lackkratzer und wenn wir noch mal einen kleinen Schwenker hier nach vorne machen, irgendwo hatte ich das hier gesehen, es ist nicht wirklich groß zu sehen, aber hier ist ein kleiner, das ist wahrscheinlich ein Steinschlag, irgendwo mal eine schlechtere Straße gewesen. Da ist der Lack leicht beschädigt. Das könnte man in dem Zuge, wenn man das hintere angeht, eben automatisch mitmachen. Ansonsten ist aber so, zumindest im ersten Drumherumgehen, der Wagen im ziemlich guten Zustand von innen und von außen. Eine Markise ist bei gebrauchten Fahrzeugen, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber viele Fahrzeuge haben eine Markise dran. Das hier ist eine Thule-Markise, die passt sich perfekt da oben dran, hat 3,75 Meter Länge, also ist dazu genau die Länge, die so ein 6 Meter Kastenwagen braucht. Ansonsten haben wir ehrlicherweise hier auf der Beifahrerseite nicht vieles, was man dazu hat. Die spannenden Dinge passieren hinten unterm Heckpad und da gucken wir jetzt mal gemeinsam rein. Hier auf der Rückseite sehen wir eines der wichtigsten Extras, die quasi jeder Kastenwagen haben sollte. Wir haben schon eine Rückfahrkamera mit dabei, das heißt, wir müssen vorne auch ein schönes Radio oder zumindest einen separaten Monitor haben. Aber das sehen wir gleich im Cockpit vorne. Ich glaube, Anhängerkupplung hat er keine. Nee. Anhängerkupplung ist keine da. Das heißt, wenn ihr irgendwie Fahrräder transportieren wollt, E-Bikes, Motorräder oder sonstiges, durch das Maxi-Chassis mit der immens hohen Achslast hinten, immerhin 2,4 Tonnen, können wir hier fast alles umsetzen bis hin zur 250 Kilo Motorradbühne. Aber natürlich auch einen einfachen Fahrradträger, eine Anhängerkupplung mit Kupplungsträger oder sowas ähnliches wie ein Busbiker. Auch da vielleicht der Hinweis auf unsere anderen Videos. Hier oben links in der Ecke nochmal der Link zu den Video. Wir haben vor einem halben Jahr mal so einen Vergleichstest verschiedener Fahrradträgersysteme gemacht. Wenn der Wagen euch also gefällt und ihr sagt, aber Fahrräder müssen noch mit, schaut euch einfach das nochmal an, dann wisst ihr, welches für eure Fahrräder und eure Reisekonstellation das Richtige ist. Auch hier ist natürlich das Sicherheitsschloss mit dabei. Wir haben das hier genauso gemacht wie bei den letzten Fahrzeugen. Alles, was die Kunden nicht mehr besitzen wollten, der Wagen, da wird das Hobby quasi aufgelöst, die Kunden wandern aus Deutschland aus, haben wir drin gelassen. Das heißt, wenn ihr euch für dieses Fahrzeug entscheidet, müsst ihr das natürlich nicht mitnehmen. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, wo ich denke, wenn man sie schon mit dabei hat, einfach drin lassen, wegschmeißen kann man sie später immer noch. Wir haben hier einmal das Zusatzbett vorne mit dabei. Also ihr könnt vorne aus der Sitzgruppe ein drittes Bett bauen. Da gehört auch das Holzteil mit dazu. Dann sind hier so ein kleiner Klapphocker, Gießkanne und solche Dinge mit dabei. Und die Blumenerde. Ganz wichtig, in jedem Wohnmobil eine Kokohum-Blumenerde. Warum? Das verrate ich euch später. Es hat was mit der Toilette, die drin eingebaut ist, zu tun. Das ist hier nämlich für kräftiges Wurzelwachstum, besonders für Balkon und Terrarien geeignet. Aus trockenen, gepressten Kokosfasern. Und das ist das Wichtige für uns. Wir haben nämlich eine Trenntoilette drin und die wird mit Kokosfasern bestückt. Aber da sind wir nachher drin noch. Was die Kunden sich einbauen haben lassen, ist hier hinten ein Gastank
Man sollte einfach dem aus dem Weg gehen, dass man, wenn man längere Zeit, eigentlich war es so, ich muss ein bisschen ausholen, eigentlich war es so gedacht, dass in diesem Fahrzeug sehr viele, sehr lange Reisen passieren sollen. Jetzt wandern die Herrschaften aus. Dementsprechend wohnen sie jetzt da, wo sie hinreisen wollten. Also brauchen sie kein Reisemobil mehr. Um aber sich vor allem im Ausland unabhängig von deutschen Gasflaschen zu machen, haben sie gesagt, wir bauen einen Gastank mit ein, damit wir keine Flaschen wechseln müssen, sondern uns das Leben einfach machen können. Und wenn du einmal mit mir hier rumkommst, hier einen kleinen zusätzlichen Befüll-Schnüffelstück, wie heißt es, Einfüllstutzen mit dabei haben. Das heißt, ihr könnt jetzt quasi an jede Autogastankstelle fahren und dort einfach mit, da gibt es Adapter für fast jedes Land, einfach von dort den Gastank wieder auffüllen. Und das macht einen natürlich unglaublich unabhängig, weil man einfach sich nicht um den Brennstoff scheren muss. Ansonsten haben wir ganz normale Kassettentoilette, ganz normale Truma-Heizung und hier den Stromaußenanschluss. Was die Plus-Modelle auch immer serienmäßig hatten, ist das Fenster in der Nasszelle. Das ist ja bei Pössl sonst nicht serienmäßig. Wo man so ein bisschen noch drauf achten kann, wenn man davor steht, der Wagen steht ein bisschen höher, als er das normalerweise tut. Das liegt daran, dass, um das Fahrverhalten noch ein bisschen zu verbessern, hier eine zusätzliche Luftfeder an der Hinterachse dran ist und vorne auch geänderte Schraubenfedern. Aber da habe ich die Rechnung und alles sowas mit dabei. Das schauen wir uns gleich nochmal drinnen gemeinsam an. Was wir jetzt noch mal gucken sollten, weil das bei gebrauchten Fahrzeugen immer so ein bisschen Thema ist, ist, wie das mit der Reifenprofiltiefe ist, damit ihr einfach wisst, ob ihr euch darum kümmern müsst. Und dafür hole ich uns mal ganz kurz so ein Reifenprofiltiefenmesser. Nachdem ich mich beim letzten Gebrauchtwagen-Quartett-Video ein bisschen mit meinen Augen schwer getan habe, habe ich weder Kosten noch Mühen gespart und in einen sehr hochwertigen Tire Gauge Automotive Series Reifenprofiltiefenmesser digital investiert. Jetzt können wir das nämlich, wenn ich es bedienen kann, mal gucken, einfach draufstecken. Wir haben hier vorne exakt 5 mm. Das nicht mehr unendlich viel, sieht man aber auch. Und der Wagen hat ja auch knapp 56.000 Kilometer. Könnte ich mir vorstellen, dass da demnächst die Reifen fällig sind. Ich würde erwarten, dass hinten ein bisschen mehr Profil ist. Schauen wir mal, was wir da haben. Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Hier haben wir knapp 7,5 mm. Und das sollten wir auf der anderen Seite auch noch mal kurz gegenchecken, damit wir das auf beiden Seiten haben. Lass uns mal noch mal kurz rüberschauen. Ach so, auch hier, wo wir gerade dran vorbeigehen, solche Dinge wie die Vorhänge, das ist alles rückbaubar reingehängt. Wir haben darüber diskutiert, ob wir die rausnehmen, weil man ja beim Verkauf eines gebrauchten Autos, auch wenn ihr euren mal verkauft, immer hin und her gerissen ist zwischen, wie viel lasse ich drin, dass es möglichst viel aussieht und wie viel versuche ich wieder rauszunehmen, damit das Auto möglichst unbewohnt aussieht. Und wir haben für uns entschieden, dass Dinge, die uns praktisch erscheinen, wir montiert lassen und Sachen, die dann irgendwie zu viel verbastelt sind, wir versuchen rauszunehmen. Das hier wäre aber einfach rein und rauszunehmen, muss man dann einfach schauen. Ich finde es ganz praktisch, wenn man die Tür hinten aufmacht, dass man nicht sofort reinschauen kann. So, hier haben wir, ja, auch zwischen 7,5 und 8 mm, also genauso wie drüben. Und vorne haben wir dann wahrscheinlich auch irgendwas um 5. Nee, das sieht nach weniger aus. Ja, außen 4,5, aber in der Mitte tatsächlich ein bisschen weniger. Also ich würde sagen, zwei Reifen vorne sind jetzt oder demnächst fällig. Die Markierungen sind noch nicht angefahren, aber demnächst müssten die auf jeden Fall gemacht werden. Wo müsst ihr noch drauf achten, wenn ihr rumgeht? Im Prinzip überall, wo man als erstes rankommt. Die Ecken hinten links, rechts, was gerne genommen wird als Feindkontakt hier sind die Spiegel. Die sind aber in Ordnung. Dann guckt euch immer auch die Scheibe an, ob ihr irgendwo einen Steinschlag in der Frontscheibe habt. Das sieht man am besten von innen nach außen. Ich will mal ganz kurz reingucken, ob da... Ja, da oben ist zum Beispiel ein klitzekleiner Steinschlag. Das ist aber im Prinzip schon weit außerhalb des Sichtfeldes und auch überhaupt nicht auffällig. Aber dass man da einfach reinschaut und guckt, was ist. Ansonsten muss vor allem der Bereich hier in der Frontscheibe frei sein, dass das Rein- und Rausschauen nicht behindert werden darf. Und der Spiegel hier drüben, wenn wir schon hier dran sind, sieht auch gut aus. Weil das ist schnell mal gemacht, dass man irgendwas übersieht und hier reinfährt. Bevor wir reinstarten, stellt sich ja die Frage, was soll dieses Kfz kosten, lieber Herr Händler?
Das kann ich euch verraten. Und zwar klickt ihr einfach hier unter dem Video, ist der Link zu der mobile.de-Anzeige. Dort könnt ihr draufklicken. Da findet ihr nochmal die kompletten technischen Daten und die Ausstattung im Einzelnen aufgereiht. Und da haben wir auch nochmal ein paar Bilder für euch gemacht, dass ihr euch ganz in Ruhe die Details anschauen könnt, falls wir jetzt mit der Kamera beim Film schnell rübergegangen seid. Also einfach hier unten auf mobile.de klicken. Wenn dort kein mobile.de-Link mehr ist oder der Link nicht mehr aktiv ist, dann ist das Fahrzeug leider bereits verkauft. Ich denke, der wird relativ schnell einen neuen Besitzer finden. Lass uns mal gemeinsam reinschauen und dann gucken wir mal, was ein Globescout von innen aus macht und wie so eine Trenntoilette im Globescout eingebaut werden kann. Herzlich willkommen in vielleicht eurem neuen Zuhause. Ein ganz klassisches Fahrzeug. So wie ihr das seht, ist das, ich glaube, der klassischste 6 Meter Grundriss, den man haben kann. Wir haben eine großzügige, schöne Sitzgruppe, wir haben eine schöne, großzügige Küche, wir haben eine tolle Nasszelle, wir haben ein tolles Heckbett. So ein Auto ist nicht umsonst einer der meistverkauften Grundrisse, weil er eben ein sehr ausgewogenes Angebot hat in der Raumaufteilung. Es ist sicher nicht das größte Bett am Markt, es ist sicher nicht die größte Sitzgruppe und auch nicht die größte Nasszelle, aber es kann eben alle Teile, können alles sehr, sehr gut. Serienmäßig hatte man damals schon mit dabei in den Plus-Modellen diese 50x70 Dachhaube hier oben, die einfach großzügig und schön ist. Ihr habt hier die Lichtleisten mit Lesespots, die man abnehmen und überall wieder ranmachen kann. Für diese Lichtleiste haben sich die Kunden zusätzlich so einen USB-Adapter gekauft. Den könnt ihr auch mit ins Heckbett nehmen. Also ihr könnt immer entscheiden, wo ihr das benutzen wollt und habt so einfach eine quasi wandernde USB-Steckdose mit drin. Das Dekor, was ihr hier seht, heißt, wenn ich das recht entsinne, Topaz Apfel. Der Polsterstoff, auf dem ich sitze, ich nehme das hier mal runter, dann könnt ihr das besser sehen, ist Polsterstoff Solana. Das ist damals auch die Serienlösung gewesen und insgesamt was, was, glaube ich, gut zusammen funktioniert. Ich habe euch ja versprochen, ein bisschen zu schauen, was an dem Wagen gemacht wurde. Also, wir haben hier einfach mal die Rechnung von den vorherigen Besitzern uns mitgeben lassen und wir gehen das einfach mal Stück für Stück durch. Ich habe jetzt die größeren Investitionen, die nicht bei uns gemacht worden sind, mitgenommen. Einmal haben wir hier, wie gesagt, der Plan war eigentlich, den Wagen sehr lange zu behalten, eine Rechnung über Unterbodenkonservierung, Hohlraumkonservierung, insgesamt 1300 Euro, die hier drin sind. In dem Zuge hat er auch einen neuen Kunststoffunterfahrschutz, nicht neu, sondern zusätzlich, da ist eigentlich keiner, also da war nichts kaputt, nicht falsch verstehen, sondern ein Unterfahrschutz in der Mitte, das ist bei den Ducatos oft freigelassen oder auch beim Jumper. Da ist jetzt einfach ein zusätzliches Kunststoffteil, dass da weniger reinkommt. Und ansonsten eben Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung. Das Ganze ist mit einer Bilddokumentation versehen. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Mal gucken, wie gut Autofokus funktioniert. Also es sind einfach mehrere Seiten. Die Kamera kann das besser. Hervorragend. Dann guckt euch das an. Derjenige, den es ernsthaft interessiert, ihr bekommt nachher die Bilder sowieso mit. Ich will einfach nur sagen, das ist nicht Feldwald-Wiesen-Hohlraumkonservierung, sondern mit klarer Fotodokumentation, was damals gemacht wurde. Dann hat der Wagen hier nächste Rechnung Markise bekommen. Ja, mehr ist das nicht. Ansonsten kleinere, die Badtür ist ein bisschen eingekürzt, damit man mit Teppich drin besser auf- und zumachen kann. Dann haben wir, das ist hier die Umrüstung auf die Bio-Toy-Toilette. Da schauen wir uns das gleich an. Einfach nur, damit ihr eine Idee habt. Bio-Toy-Toilette 1250, Umbauarbeiten nochmal ungefähr 1000. Also in Summe sind wir bei 2200 Euro für die Bio-Toy-Toilette. Dann haben wir hier, und dann bin ich gleich auch fertig mit meinem Zettelchen, Schraubenfedern vorn von Goldschmidt mit drin. Eine Luftfeder hinten von Goldschmidt mit drin. Das heißt einfach dadurch ein deutlich besseres Fahrverhalten. Das ist nochmal das Gleiche. Den Gastank mit dabei. Auch das ist ein relativ knackiger Gesamtposten. Also wir haben hier knapp zusammen mit einem Marderschock montiert worden. Etwas über 2000 Euro. Also auch durchaus ein großer Posten. Und dann haben wir hier eine Rechnung, die noch aus den Zeiten von uns kommt. Wir haben, damit das Auto nicht nur über die Schlösser außen so toll abgesichert ist, zusätzlich noch ein Bearlock eingebaut, ein Ladebooster und ein GPS-Tracker ist hier irgendwo auch noch versteckt. Wenn das euer Auto findet wird, werden wir das auf jeden Fall finden. Insgesamt, glaube ich, habe ich den ganz guten Eindruck. Auf jeden Fall merkt man daraus schon, es ist noch mal richtig Geld in die Hand genommen worden, dass über den Auslieferungszustand hinaus, wo der Tuvin Plus bzw. Globescout Plus ja schon relativ komplett ist, noch mal im eben Detail verfeinert wurde, so wie das für die Menschen die geplanten Reisen gewesen wären.
Aber jetzt haben wir genug hier vorne in der Sitzgruppe gesprochen. Die ist schon mal für gemütlich befunden. Das können wir so stehen lassen. Jetzt hüpfen wir rüber in die Küche und in die Nasszelle und ins Bett. Und dann habt ihr einen ganz guten Eindruck, ob der Wagen für euch was sein könnte. Aufgewacht. Das war der Papierkram. Jetzt gucken wir uns das Auto wieder genau an. Damit ihr zwischendurch kurz wach seid, dieser kurze Klatscher. Wer will und noch ein paar Bilder haben will, schaut einfach auch bei Instagram vorbei. Und wenn ihr in Zukunft auch weitere Quartettkarten von Gebrauchtwagen sehen wollt, dann denkt unbedingt dran, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Vielleicht ist irgendwann eure Chance dabei, genau den richtigen Gebrauchten zu finden. First come, first serve. Und wer zuerst schaut, wird zuerst sehen und wird zuerst haben können. Deswegen unbedingt YouTube-Kanal von Togo Reisemobile hier unter dem Video abonnieren. Und jetzt geht's weiter im Text in diesem wunderschönen Globescout. Die Küche ist im Prinzip eine Standardküche. Wir haben den klassischen Zweiflammkocher, da kann man vielleicht dazu sagen, dafür, dass wir ihn noch nicht gereinigt haben, sieht er einfach perfekt aus. Gebrauchsspuren hat ein Kocher immer ein bisschen, aber der sieht richtig schön aus. Wir haben hier das ganz normale Waschbecken, auch quadratisch praktisch gut, so wie man das kennt. Besteckschublade, da sind noch ein paar Einsätze drin und dann Pössl bzw. Globecar typisch, etwas größere Schubladen. Hier sieht man so ein bisschen, jeder individualisiert im Laufe eines mobilen Lebens das Auto für sich. Hier sind viele kleine Körbchen drin, damit das praktisch ist. Und die ganzen Anti-Rutschmatten dazu ja auch noch. Das heißt, untenrum die Schubladen, hier oben den Oberschrank. Der ist auch mit ein paar Anti-Rutschmatten. Und dann ist, ach so, das ist witzig. Benutzt das jemand von euch? Das würde mich mal interessieren. Das sind diese Klettdinger, die man für seine Gläser und Tassen machen kann. Ich überlege ja immer noch, was man bei uns im Auto machen könnte. Wenn ihr damit glücklich und zufrieden seid, wäre ich dankbar, wenn ihr das reinschreibt. Dann überlege ich mir das nämlich, ob ich das auch mal in mein Auto einbaue. Ansonsten haben wir hier den Kleiderschrank. Jo, ist ein Kleiderschrank, braucht man nicht weiter reingucken. Und hier unten, ihr merkt schon, die etwas unwichtigeren, nicht ganz so spannenden Dinge, ein Kühlschrank. Da sei vielleicht noch dazu gesagt, das ist ein Absorberkühlschrank. Das heißt, der kühlt über 12 Volt, 230 Volt und Gas. Das macht ihn im Betrieb etwas leiser. Ihr müsst nur daran denken, dass ihr ab und zu mal den Betrieb umschaltet, wenn das da ist. Und gerade weil wir hier durch den Gastank ja so große Gasvorräte haben, passt das halt auf jeden Fall. Das hier, das habe ich mal, mit einem Twin-Urlaub gemacht, ist klein, unscheinbar, aber es hat zwei große Vorteile. Einerseits passe ich hier durch. Ihr seht ja schon, es ist hier ein bisschen enger im Gang. Aber vor allem kann man hier abends sein Handy wunderbar drauflegen. Wobei bei den ganz neuen ist das vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil hier überall offene Ablagen sind. So. Twin Plus und Globescout Plus. Das wird ja bei Pössl wird's ja immer komplizierter, damit auch für diejenigen, die vielleicht was Neues suchen. Wir haben immer verschiedene Modelle. Ihr müsst eigentlich bei den ganzen Plus-Modellen für euch entscheiden, welche Nasszelle soll es sein und welche Küche soll es sein. Die normalen Modelle ohne Zusatz sind immer so gewesen, Kühlschrank unten, Schrank darüber, feste Nasszelle. Bei Pössl, wir machen es mal an den Twin-Modellen fest, der normale Twin Plus wäre genau dieser Grundriss. Der Twin R Plus steht das R für Raumbad. Also das heißt hier mit den zwei Lamellentüren. Dann wandert der Kühlschrank entweder auf Augenhöhe oder ihr habt einen großen Kühlschrank mit separatem Gefrierfach hier unten und einen Schrank darüber. Dann gibt es ein Twin S Plus. Das ist diese Nasszelle, aber mit einer glatten, durchgehenden Küche hier abgeschnitten. Das heißt weniger Stauraum, mehr Bewegungsfreiheit. Dann wandert der Kühlschrank auf die Stirnseite. Und dann gibt es, um die Verwirrung komplett zu machen, ein Twin RS Plus. Die Namen, eigentlich, wenn man die Namen einmal verstanden hat, funktioniert das relativ gut. R für Raumbad, das heißt Lamellentüren. S für, ich weiß nicht, wofür es steht, aber steht auf jeden Fall in dem Benutzen immer für flache Küche. Auf jeden Fall steht Twin RS Plus für Raumbad mit flacher Küche. So, so viel dazu. Jetzt gehen wir rein in die Nasszelle und schauen uns das an. Hier ist nämlich eine Bio-Toy-Toilette drin. Die ist für mich auch neu. Kommt ihr mir mal hinterher, dass wir gemeinsam da reinschauen. Ich mache mal hier das Fenster auf, dann haben wir ein bisschen mehr Luft. Das ist nämlich schon richtig schön Sommer und warm. So, die Bio-Toy-Toilette ist eine normale Trenntoilette. Das heißt, Trenntoilette heißt ja, dass quasi Abfall Typ 1 und Typ 2 getrennt werden. Vorne wird reingepinkelt, den Rest erledigt die Schwerkraft hinten drin. Biotoy ist einerseits in meinen Augen technisch gesehen, glaube ich, eine extrem coole Lösung. Praktisch auch, weil wir hier diese Kurbel haben. Das heißt, ihr könnt den Feststoff ordentlich verquirlen. So, Kopfkino einmal bitte an. Dadurch kann man mehr lagern
Und es bleibt wohl auch länger drin, weil die Idee ist, dass diese Kokosfasermatten, die wir hinten drin hatten, hier alles aufsaugen und alles, was stinken könnte, dem Feststoff quasi entziehen. Zusätzlich gibt es ein kleines aktives Gebläse. Da ist ein Schalter mit hier. Das heißt, damit kein Gestank nach innen zieht, bevor es ausgetrocknet ist, macht ihr einfach das Gebläse an und nehmt das mit nach draußen. Trenntoiletten sind ja ein immer größeres Thema. Wenn ihr schon Trenntoiletten drin habt, schreibt mal mit drunter, ob das für euch eine gute Lösung ist, ob ihr wieder zurück zur klassischen Toilette wollt oder ob ihr sagt, mega, Trenntoilette ist die Lösung für jeden Kastenwagen. Ich hadere nämlich immer noch mit mir, ob ich das will oder nicht. Die Idee finde ich super. Die Biotoy ist, glaube ich, eine super Lösung. Ich finde, falls ihr Biotoy-Menschen zuguckt, ihr könntet optisch noch ein bisschen was dran tun, weil die ist mir ein bisschen zu viel Blech und Kunststoff. Und bei Fahrzeugen, wo man sie nicht so schön in der Ecke verbauen kann wie hier, wo es kaum auffällt, ist das einfach kein richtig schönes Ding. Ansonsten ist es aber einfach die normale Toilette, die wir hier haben. Das Waschbecken mit dem Duschschlauch zum Rausziehen, den man wunderbar durchs Fenster rausnehmen kann. Eine offene Ablage hier oben und da hinterm Spiegel noch eine zweite. Und bei dem festen Bad sogar auch noch eine Dachhaube mit drin. Praktisch, gut, ausgereift. Hat nämlich auch Vorteile, dass man nicht im Fahrzeug direkt duschen kann. Ach so, genau, hier ist eine große Duschwanne drin. Deswegen stehe ich etwas höher, ich komme mal mit raus. Was der große Vorteil ist, wenn man eben nicht so ein Raumbad hat, ist, dass man die Nasszelle sehr gut nutzen kann und die Tür so richtig zumachen kann. Und beim Raumbad habt ihr dafür noch mehr Bewegungsfreiheit, wenn ihr auf der Toilette sitzt. Toilette sitzen ist ja eh nur was Kurzfristiges. Wir sollten uns jetzt unbedingt aber noch mal anschauen, ob das Bett groß genug für euch ist. Und ich glaube, dann werfen wir noch mal schnell einen Blick ins Cockpit und dann sind wir auch fertig. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ich habe mein Maßband vergessen. Hat ja eh neulich jemand gesagt, es wird zu viel gemessen. Dann sage ich einfach, das Bett ist groß genug für zwei Personen. Wer es ganz konkret wissen will, dem verlinken wir hier oben in der Ecke das Video zum Purcell to Win Plus. Der hat nämlich exakt die gleichen Maße vom Bett. Normales Heckquerbett, das dürfte so ungefähr 1,45 in der Breite haben. Und die standardmäßigen 1,95, die so ein Ducato bzw. Jumper im Quermaß hat. Was Purcell bzw. Globecar schön macht, ist, dass ihr am Kopfende hier das Fenster zusätzlich habt. In den Hecktüren, ich weiß nicht, ob man es von da sehen kann, auch Fenster links und rechts. Und natürlich alle Fenster rundherum, Fliegengitter, Verdunklungsrollo und alles, was dazugehört. Also gibt hier nicht allzu viel zu sagen, außer dass man das natürlich auch rausnehmen kann, hier stapeln kann, damit Gurten feinsäuberlich dort oben sichern kann. Und dann könnt ihr hier richtig schön durchladen. Wer also meint, sein wunderschönes Wohnmobil mit irgendwelchen Fahrrädern oder Motorrädern von innen beladen zu wollen, der kann das. Ich möchte euch aber ans Herz legen, doch dafür lieber einen Transporter zu nehmen. Dieses Auto ist zu schön, um für schnöde Transportzwecke missbraucht zu werden. Wer will Strand, Sand, Sonne, Gebirge und solche Dinge sehen? Und da sehe ich euch drin in dem Auto. So, und jetzt schnipse ich mich nochmal rüber auf den Fahrerhaussitz, damit wir gucken, ob im Cockpit noch irgendwas Besonderes zu erwähnen ist. Und schon sind wir im Cockpit. Haben wir hier was Überraschendes, während hinten all unsere Zettel wegfliegen? Nicht wirklich. Wir haben ein normales Cockpit. Ich gucke nochmal Kilometerstand. Stand heute 55.973 Kilometer glücklicher Autobahnverkehr an die schönsten Flecken der Erde. Die nächsten 55.973, da kommt der Verkäufer in mir durch, könnten euch gefallen. Gefallen und gehören vor allem. Wir haben ja vorhin schon gesagt, 163 PS. Wir haben eine normale Klimaanlage mit dabei. Radio mit Rückfahrkamera, wir haben die Goldschmidt-Luftfeder an der Hinterachse, das ist eine Zweikreis-Luftfeder. Das heißt, ihr könnt links und rechts getrennt den Druck an der Hinterachse regeln, um Belastungsunterschiede auszugleichen. Braucht man bei Kastenwagen wahrscheinlich eher selten, aber die Preisdifferenz zwischen Einkreis und Zweikreis ist nicht so groß, weshalb meist Zweikreisfedern eingebaut werden. Wir haben serienmäßig beim Globecar wie bei Purcell die Fahrerhausverdunklung von Remy mit dabei. Das heißt, von links und von rechts für die Frontscheibe. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Haben wir noch irgendwas Spannendes hier drin? Nö, nicht wirklich. Was haben wir da? Mikrofon nicht, sondern ein USB-Anschluss fürs Radio. Ansonsten aber einfach ein ganz normales Ducato bzw. Jumper-Cockpit, so wie ihr das aus jedem Fahrzeug kennt. Ja, wer noch mehr wissen will, wir haben Bilder bei mobile.de. Haben wir dieselben Bilder bei Insta?
Wir haben dieselben Bilder bei Insta, da kriege ich ein Nicken für. Das heißt, unbedingt auch da rüber hüpfen und schauen. Wenn dann nicht alle Fragen beantwortet sind, wir haben unsere Telefonnummer, die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auf uns zukommt, sei es für dieses Fahrzeug oder für ein zukünftiges Fahrzeug. So ähnliche Fahrzeuge, den Grundriss kann man heute, 3 Jahre später, noch exakt genau so bestellen. Also wenn ihr sagt, Mega-Auto, der Grundriss ist genau meine Lösung, dann wollt ihr ein Pössl Twin Plus oder ein Globecar Globescout Plus bei uns bestellen. Und den können wir dann nach euren Wünschen konfigurieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen. Das war auf jeden Fall unser Gebrauchtwagen-Check oder unsere Gebrauchtwagen-Quartettkarte. Globecar Globescout Plus aus dem Modelljahr 2018. Wir sehen uns. Bis bald.